Immer wieder wird von Studien berichtet, wonach ausgerechnet Leinsamen das Testosteron massiv sinken lassen sollen. Was ist da dran? Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Leinsamen gelten seit langem als sehr gesundes Nahrungsmittel. Sie finden Verwendung beispielsweise im Rahmen eines gesunden Frühstücks. Und das liegt unter anderem zum einen daran, dass das Leinöl in den Leinsamen eine große Menge Omega-3-Fettsäuren, in dem Fall Alpha-Linolensäure, enthält. Wobei das, wie wir inzwischen ja wissen, nur zu einem gewissen Teil in DHA und EPA umgewandelt wird. Aber es ist dennoch höchstwahrscheinlich gesundheitsfördernd. Und der zweite Grund liegt in den hohen Mengen an Ballaststoffen. Und da gibt es noch ein paar andere potenzielle Gründe, warum Leinsamen sich beispielsweise positiv auf die Herzgesundheit auswirken können. So zumindest laut einiger Studien. Es gibt aber, wenn man den Boulevardmedien glauben kann, auch noch eine Kehrseite der Medaille. Leinsamen stehen nämlich im Verdacht, den Testosterongehalt von Frauen und Männern gleichermaßen zu senken, was insbesondere bei Männern ja durchaus nicht gewünscht ist. Und insofern habe ich in der letzten Zeit tatsächlich einige Nachrichten bekommen, wie es denn jetzt damit aussieht, ob man als Mann, gerade vielleicht auch als Kraftsportler, dem sein Testosteron wichtig ist, wobei das wahrscheinlich jedem Mann wichtig ist, auf Leinsamen doch lieber verzichten sollte oder was überhaupt dort dran ist. Wir schauen mal kurz rein, was so in den sonstigen Medien darüber zu sehen ist. Hier haben wir beispielsweise die Seite Männer Media und da sehen wir gleich schon bei Leinsamen, bei zu hohem Konsum von Leinsamen kann der Testosterongehalt bei Männern unbeabsichtigt gesenkt werden, da sie einen hohen Anteil von sogenannten Lignanen aufweisen, welche das Hormon Östrogen im Körper nachahmen. Dieser Teil des Satzes ist auf jeden Fall schon mal richtig. Leinsamen enthalten, vor allem in der Schale, große Mengen dieser Lignane. Und Lignane sind in der Tat Phytoöstrogene. Phytoöstrogene sind ansonsten ja eher in Form von Isoflavonen bekannt, aber auch Lignane können eine östrogenähnliche Wirkung haben. Und speziell in Zellkultur beispielsweise wurde auch schon gezeigt, dass diese Lignane oder ein bisschen in Gewebekultur vielmehr, dass sie zum Beispiel eine Erhöhung von SHBG begünstigen können, was dann dafür sorgen würde, dass weniger freies Testosteron im Körper vorhanden wäre, wenn das auch systemisch vorkommt. Oder dass das Dihydrotestosteron gesenkt wird, was in den meisten Geweben die aktivere Form des Testosterons ist. Insofern ist zumindest theoretisch an dieser Sache etwas dran. Es gibt auch Tierstudien, also Maus- und Rattenstudien im Wesentlichen, die in dem Fall an weiblichen Ratten, bei denen ein PCO-Syndrom nachgeahmt wurde, zeigen, dass große Mengen Lignane, beispielsweise in Form von Leinsamen, hier das Testosteron senken kann, was im Fall eines PCO-Syndroms gewünscht ist, denn das geht bei Frauen häufig mit einem erhöhten Androgenspiegel, also einem erhöhten Spiegel von männlichen Hormonen einher. Und wenn man es dann senken kann, ist das natürlich für die Symptome, die das PCO-Syndrom mit sich bringt, eine erstmal gute Sache. Für viel Aufsehen hat eine Fallstudie gesorgt. Die sehen wir hier von 2007. Hier wurde einer Frau, da steht ja eine Case Study, hier wurde einer Frau über eine gewisse Zeit 30 Gramm Leinsamen, was jetzt durchaus jetzt ja nicht so furchtbar viel ist, gegeben. Und dadurch hat sich bei dieser Frau das Gesamttestosteron ebenso wie das freie Testosteron massiv gesenkt, ich glaube so ungefähr 70%, also schon sehr massiv. Und daraufhin wurden dann natürlich auch andere Studien gemacht. Diese anderen größer angelegten Studien zeigen bei Frauen sehr gemischte Ergebnisse. Einige zeigen eine meist aber nicht so starke Abnahme von Testosteron, wenn Frauen PCO-Syndrom haben oder wenn der Androgenspiegel in den Wechseljahren erhöht ist. Aber es gibt halt auch Studien, die das nicht zeigen. Insofern, für Frauen, die Probleme mit Androgenüberschuss haben, kann es eventuell sinnvoll sein, Flaxseeds, also Leinsamen, zu sich zu nehmen. Was ist aber jetzt mit den Männern der Schöpfung? Die möchten ja in der Regel nicht weniger Testosteron haben. Und tatsächlich gibt es auch dazu Studien, die immer wieder zitiert werden. Wir haben hier beispielsweise jetzt einen Artikel aus der englischsprachigen Men's Health, bei dem das Ganze schon ziemlich dramatisch klingt. Flaxseeds sind die Leinsamen.
Although the seeds are high in omega-3 fatty acids, also die Samen haben natürlich viele omega-3-Fettsäuren, studies by the Duke University Medical Center in the US found flax is rich in a chemical called lignin, das haben wir schon gesagt, diese Lignane sind da stark vorhanden, which contributed to the reduction of testosterone in all the male participants. Also hier wird eine Studie zitiert, die auch ansonsten immer wieder zitiert wird, wenn es um dieses Thema geht, wonach alle Probanden, in diesem Fall männliche Probanden, durch Leinsamen ihr Testosteron gesenkt haben. Mutmaßlich. Ich sage deshalb mutmaßlich, weil man muss sich die Studie natürlich erstmal genau anschauen und dann vielleicht auch anschauen, was es sonst noch für Studien darüber gibt. Wir gehen in diese Studie, die immer wieder zitiert wird, mal rein und schauen sie etwas genauer an. Die Studie sehen wir hier und die ist schon relativ alt. Ne? Die ist über 20 Jahre alt, von 2001. Und hier sieht man, wenn man sich nur die Results anguckt, tatsächlich, dass zum einen, was ja zunächst mal nicht negativ ist, dass Serumcholesterol, also Cholesterin, gesenkt wurde. Dann aber auch das Gesamttestosteron gesenkt wurde und das freie Testosteron, jeweils so 15-20%, aber es war bei allen Partizipanten dieser Studie anscheinend sichtbar. Und diese Partizipanten haben über, das waren 25 an der Zahl, und die haben über einen guten Monat 30 Gramm Leinsamen pro Tag bekommen. Aber es gibt mindestens zwei Punkte, die man bei dieser Studie bedenken muss. Die erste Studie, das sieht man gleich schon in der Überschrift, ist, es geht hier um Prostate Cancer, das heißt Männer mit Prostatakrebs, die vor ihrer Prostatakrebs-OP eine Ernährungsumstellung bekommen haben, haben diese Veränderungen gezeigt. Das ist also keine Studie an gesunden Männern. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist aber vielleicht noch wichtiger, denn bereits hier steht in der Überschrift Fat Restriction and Flaxseed Supplementation in Men with Prostate Cancer. Das heißt, die haben nicht einfach nur 30 Gramm Leinsamen pro Tag bekommen, sondern die wurden zusätzlich auf eine mehr oder weniger restriktive Low-Fat-Diet gesetzt. Das heißt also, diese Männer haben ihr Testosteron um 15-20% gesenkt, während sie eine Diät gemacht haben mit wenig Fett und zusätzlich Leinsamen bekommen haben. Ob dieser Abfall an der Diät liegt, an den Leinsamen oder an der Erkrankung, kann hier überhaupt nicht gesagt werden. Außerdem muss man bedenken, dass erstens mal sowieso bekannt ist, im Rahmen einer fortschreitenden Prostatakrebserkrankung kommt es zu hormonellen Umstellungen. Und zweitens, Veränderungen von 15-20% können bei Ernährungsumstellungen oder gerade wenn man während einer Diät ist, sowieso vorkommen. Das ist nicht so außergewöhnlich. Ein nicht zu hoher Körperfettanteil ist sehr günstig für die Testosteronproduktion. Das Körperfett sollte auf keinen Fall zu hoch sein. Aber während des Abnehmens, während der Kalorienrestriktion ist bekannt, dass das Testosteron sinkt. Es ist also insofern auch deshalb schon eher wahrscheinlich, oder mindestens genauso wahrscheinlich, dass dieser Befund hier mit dem Low-Fat zu tun hat und vielleicht weniger mit den Leinsamen. Wie gesagt, es sind auch nur 15-20%, die im Durchschnitt hier an Testosteron eingebüßt haben. Jetzt ist also die Frage, woran liegt es? Und da könnte eine weitere Studie, die 7 Jahre später rauskam, eventuell die Antwort liefern. Das ist nämlich diese Studie hier von 2008. Und hier haben Prostatakrebspatienten auch wieder entweder eine Fettrestriktion bekommen, eine Low-Fat-Diet quasi bekommen, oder Leinsamen. Also nicht beides zusammen. Und bereits an der Überschrift sehen wir Flaxseed Supplementation, not dietary fat restriction, reduces prostate cancer proliferation rates in men pre-surgery. Das heißt, es gibt offensichtlich einen Unterschied, nur dass hier in der Überschrift etwas anderes sich angeguckt wurde. Offensichtlich haben sich in dieser Studie die Leinsamen positiv ausgewirkt auf die Proliferationsrate, das heißt auf die Zellteilungsrate im Prostatakrebsgewebe. Also diese Studie spricht dafür, dass Leinsamen für Leute mit Prostatakrebs grundsätzlich erstmal gut sind. Aber was ist mit den Testosteronwerten? Hier haben wir eine Tabelle aus dieser Studie. Und wenn wir uns jetzt die Testosteronwerte, die hier auch gemessen wurden, anschauen, dann sehen wir hier, das ist mal Baseline und Follow-up, das heißt, das Testosteron ging zunächst mal bei allen drei Probandengruppen, bei der
Kontrollgruppe. Dann haben wir hier die Gruppe, die Leinsamen bekommen haben und hier die Low-Fat-Gruppe. Und wenn wir hier jetzt runtergehen und uns anschauen, wie es mit dem Testosteron zum Beispiel aussieht, sehen wir, dass die Gruppe, die Leinsamen bekommen hat, sogar einen geringeren Abfall an Testosteron erfahren hat im Laufe dieser Testzeit, als die Gruppe, die weder Leinsamen noch eine Diät verordnet bekommen hat. Grundsätzlich ging das Testosteron bei allen runter, das ist nicht ganz außergewöhnlich, während einer fortschreitenden Prostatakrebserkrankung kurz vor der Operation, so wie es hier auch ist. Aber man sieht, der Abfall war hier sogar etwas geringer. Daraus würde ich jetzt nicht schließen, dass die Leinsamen geholfen haben, das Testosteron zu retten, in Anführungsstrichen. So weit kann man mit Sicherheit nicht gehen. Aber es spricht zumindest dagegen, dass das hier der Grund war. Der Abfall von durch die Low-Fat-Diät war hier im Übrigen auch relativ gering. Also es kann jetzt auch nicht grundsätzlich gesagt werden, dass Low-Fat bei Prostatakrebspatienten immer schlecht fürs Testosteron ist. Aber definitiv laut dieser Studie auch nicht die Leinsamen. Und wenn man sich das SHBG anguckt und den daraus berechneten freien Androgenindex bzw. den freien Testosteronindex, dann sieht man hier, dass in diesem Fall vor allem die Gruppe, die Low-Fat bekommen hat, einen etwas geringeren, freieren Androgenindex hat, aber die andere Gruppe, bei der die Leinsamen bekommen hat, ist praktisch identisch. Summa summarum kann man also aus dieser Studie sehen, dass das, was die andere Studie gezeigt hat, höchstwahrscheinlich nicht direkt mit den Leinsamen zu tun hat. Und nicht zuletzt gibt es auch noch eine ganz neue Studie von diesem Jahr. Und hier wurden ebenfalls wieder im Prostatakrebspatienten, übrigens hier wurde ebenso wie bei der letzten Studie auch wieder 30 Gramm pro Tag verabreicht. Also hier waren es 28, bei den letzten beiden Studien 30 Gramm, aber ungefähr gleich. Hier wurden Leinsamen an Prostatakrebspatienten verabreicht und zusätzlich auch noch relativ große Mengen Soja mit den entsprechenden Soja-Isoflavonen, die ja auch eine Form von Phytoöstrogene darstellt. Und obwohl hier die doppelte Dosis Phytoöstrogene quasi verabreicht wurde, sieht man auch hier bei dieser neuen Studie, dass sich in diesem Fall weder das Testosteron noch das SHBG und dementsprechend auch nicht der freie Androgenindex signifikant verändert haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das Einzige, was sich verändert hat, war, dass bei einem bestimmten Genotyp, bei einer bestimmten genetischen Prädisposition etwas mehr Östradiol, also etwas mehr Östrogen im Blut zu sehen war, aber ohne, dass das entsprechend das Testosteron gesenkt hätte. Und das ist jetzt auch nicht so abwegig, wenn man sehr große Mengen Phytoöstrogene bekommt, dass es dann vielleicht irgendwelche Veränderungen gibt. Aber es wurde hier definitiv nicht das Testosteron und auch nicht das freie Testosteron gesenkt. Und wie sieht es aus mit Studien an gesunden Männern? Mir persönlich ist nur eine einzige Studie bekannt an gesunden Männern. Wenn ihr eine andere gefunden habt, dann bitte gerne in die Kommentare. Es müsste aber eine PubMed gelistete, gepeer-reviewte Studie sein. Es geht nicht um irgendwelche Studien, die in irgendwelchen Privatlabors von, keine Ahnung, Supplementherstellern oder sowas gemacht wurden. Also es muss eine gepeer-reviewte Studie sein. Mir ist nur eine bekannt und die ist über 30 Jahre alt und die sehen wir hier. Und bei dieser Studie wurden über 6 Wochen, jeweils 3 Tage lang gab es danach Messungen, die gemacht wurden, aber insgesamt über 6 Wochen wurde denen Brot gegeben, bei dem das pro Tag ungefähr 13,5 Gramm Leinsamen enthalten hat. Und man hat hier keine signifikanten Änderungen im Testosteron, im freien Testosteron oder im SHBG gesehen. Hier wurde nur halb so viel Leinsamen benutzt, deswegen wird auch hier immer häufig gesagt, ja, okay, anscheinend darf man nicht, also bis 14 Gramm ist okay, aber keine 30 Gramm, denn da senkt sich das Testosteron. Nur wir haben ja gerade gesehen, dass auch das alles andere als klar ist, weil die Mehrheit der Studien, die ich dazu gesehen habe, eben diese Senkung nicht gezeigt hat. Und die Studie, die immer zitiert wird, die diese Senkung zeigt, bei der die Probanden erstens nicht gesund waren und zweitens sie zudem auch noch auf eine Low-Fat-Diät gesetzt wurden, in einer Phase, in der sie bereits krank waren. Insofern meiner Meinung nach nicht übertragbar auf das tägliche Leben. So, was können wir jetzt also sagen? Müssen wir Angst vor Leinsamen haben? Meiner Ansicht nach nein. Zumindest gibt es keine Studien, die das so sagen. Die Theorie sagt, dass große Mengen Lignane
sich negativ auf das Testosteron oder auf das DHT oder auf SHBG auswirken können. Aber im Menschen konnte das bei den Mengen, die realistisch sind einzunehmen, nicht einheitlich gezeigt werden. Auch nicht in dieser einen Studie. Ich habe es ja bereits erzählt. Das heißt also, ich würde nicht davon ausgehen, dass man in Zukunft seine Leinsamen auf dem Frühstück beziehungsweise auf dem Müsli oder wo auch immer man sie zu sich nimmt, streichen sollte. Wahrscheinlich macht es nicht Sinn, jeden Tag 70 Gramm Leinsamen zu essen, schon aus anderen Gründen, da dürfte auch die Verdauung nicht mehr mitspielen. Aber normale Mengen Leinsamen, nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und nach den Studien, die mir bekannt sind, sind sicher und werden nicht für einen Abfall des Testosterons sorgen. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Lasst ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr bestimmte Nahrungsmittel meidet aus Angst vor sinkendem Testosteronspiegel. Es gibt ja noch einige andere Kandidaten, die da eventuell in Frage kommen sollten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, lasst ein Like da. Wenn ihr es noch nicht habt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao, ciao.